Werte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Dark Sword. Nachdem wir mit Emiko unterwegs waren, der mittlerweile einiges über seine Vergangenheit erfahren hat, wurden wir leider gefangen genommen bei dem Versuch, Steckbriefe zu sammeln. Nein, eigentlich haben wir die Steckbriefe erfolgreich gesammelt und wurden danach festgenommen. Es war etwas unglücklich, aber wir haben im Gefängnis schon eine neue nette Freundin kennengelernt. Aber mittlerweile spielen wir Sito, der irgendwann am Morgen darauf erwacht ist und gemerkt hat, hey, Emiko ist ja nicht hier. Wo könnte der nur abgeblieben sein? Nun, und den letzten Part, den habe ich, nachdem ich eigentlich wieder einmal gute Vorsätze, das wird auch so ein Dauerbrenner-Thema bei mir. Ich wollte eigentlich meine Parts ein bisschen kürzer machen. Wirklich maximal 25 Minuten. Ja, weil ich habe doch schon in, also zumindest bei die letzte Schlacht der Elfen habe ich in einigen Parts schon in den Kommentaren zu lesen bekommen, dass 30 Minuten vielleicht doch ein bisschen zu lang ist. Deswegen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das nur auf dieses eine Spiel bezogen ist. Vielleicht kann man bei dem Spiel dann einfach nicht mehr. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann nie genug von dem Spiel kriegen, aber das ist was anderes. Wir spielen ja gerade Dark Sword. Dennoch möchte ich die Parts ein bisschen kürzer machen und die Einleitung ist schon wieder viel zu lang. Seto ist völlig überrascht, denn er hört scheinbar etwas. Das flüsternde Soldaten möglicherweise. Das ging ja doch relativ schnell, was? Man hat mich kaum, nachdem das Luftschiff in der Nähe von Phalanka gesichtet wurde. Naja, die Luftpiraten sind im Imperium schon lange ein Dorn im Auge. Aber letztendlich konnte man auch jetzt anhand der Phantombilder zumindest einen von ihnen schnappen. Und glaub mir, da kommt er nicht mehr so schnell raus. Er wird gut bewacht, bis die Kollegen aus Mikan selbst kommen, um ihn mitzunehmen. Dann werden sie hier sein. Ich schätze, sie werden je nach Wetter in 2 Tagen da sein. Und in Mikan wird er dann exekutiert, nicht wahr? Genau. Er ist ein Schwerverbrecher und die bekommen eben die Todesstrafe. Das klang jetzt auch mir zu sehr nach Evil Willen, aber egal. Was? Was? Die haben ihn gefangen? Wie zum Teufel konnte das passieren? Das gibt es doch nicht. Weit ist er nun wirklich nicht gekommen. Wenn das Christian nun wüsste. Schnell zurück zum Haus gehen und ihn anrufen. Das Telefon ist ja bereit. Christian wird am Boden zerstört sein, wenn er das herausfindet. Also gut. Bleibt es nur an mir hängen. Aber wie stelle ich es an, dass ich zu ihm komme? Die Wache sagte, das Gefängnis wird gut bewacht. Ich kann nicht so einfach zu ihm gehen. Wenn herauskommt, dass ich mit dem Pirat in irgendeiner Form zusammenhänge, ist meine Existenz in Gefahr. Terry wird auch darunter leiden müssen. Oh nein, 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 Seto, nein, Seto, Seto, wir waren bisher immer auf einer Wellenlänge, ja? Wir waren bisher immer auf einer Wellenlänge, Kumpel. Kollege, jetzt hör mal bitte zu, okay? Seto, jetzt pass mal auf, du wirst nicht, nein, wir gehen nicht in die Kanalisation, nein. Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass es von der Kanalisation her einen Zugang zu den Kerkern gäbe. Verdammt. Muss das wirklich sein? Wer will es denn sonst machen? Kerl, was tust du mir damit an? Also gut, dennoch muss ich vorbereitet sein. Während der Aktion heute Abend darf nichts schief gehen. Aber jetzt erstmal zur Bibliothek, meine Schicht fängt bald an. Und jetzt müssen wir auch noch wirklich arbeiten? Ist das jetzt eine Real-Life-Simulation oder was? Das ist ja echt geil. Aber bevor wir zur Bibliothek gehen, müssen wir auf jeden Fall noch... Erstmal abspeichern, logischerweise, das haben wir ja schon seit einiger Zeit nicht mehr getan. Wir müssen aber noch weiteren Müll einsammeln. Ich werde hier einfach mal flugs durch die Stadt gehen. Hier liegt so viel Müll rum, oh mein Gott. Je mehr, desto besser. Ich frage mich, wie viel Müll es insgesamt gibt. Ich kann ja mal kurz nachschauen, ob vielleicht was im Tagebuch steht. Finde so viel Altpapier wie möglich. Alles klar, nein, das ist keine genaue Zahlenangabe. Aber hier oben könnte sich ja noch mehr... Da hinten, da sehe ich doch schon etwas Wunderschönes funkeln und glänzen. Ich finde es auch sehr gut, dass es damals schon da lag, als wir mit Emiko dort waren. Auch wenn es mich natürlich ein bisschen verwirrt hat. Ein Kaufmann. Wir haben gerade Mittag... Ah, das klang mir zu sehr nach Dingsbums hier, Seto. Wir haben gerade Mittagspause. In einer Stunde können Sie wieder bei uns einkaufen. Genau so klingt ein Kaufmann. So sieht's aus. Dann haben wir hier mehr Häuser... Ach, genau. Hier haben wir wieder unsere starke Führerin. Hä? Oh, da ist doch Magie im Spiel.
Ich habe gesehen, wie dieser Mann Magie gewirkt hat. Was, spinnst du? Ich bin kein Magier. Lüg nicht, ich habe es genau gesehen. Er lügt. Der hat doch nur Angst, dass ich mit meinem Lernen bessere Umsätze mache als er. Er hat doch nicht auf sein Geschwätz, nein! Oh, jetzt! Entweder sie kommen freiwillig mit, oder wir wenden Gewalt an. Ah, aber ich bin kein Magier. Schon wieder jemand, der beschuldigt wurde, Magier zu sein. Ist leider kein seltenes Bild hier. Der Staat versucht auf jeden Fall... Ja, genau, ganz unauffällig da reingehen. Der Staat hier hat auf jeden Fall ein großes Problem mit Magie. Möglicherweise fürchtet der Staat ja darum, dass die Magier ihre Macht nutzen könnten, um eine Rebellion oder sowas durchzuführen. Schauen wir doch mal hier rein. Ob wir bei dem irgendetwas kaufen können oder ihn ausfragen können. Tut mir leid, aber im Moment besorgen wir Nachschub. Kommen Sie doch bitte später wieder vorbei. Ah, gut. Ein Händler, der Nachschub besorgt. Sehr schön. Dieses Mal ist nichts für mich dabei. Ab und an habe ich doch schon einige Schnäppchen gefunden. Oder Loot. Aber na gut, das soll ja im großen Loot-Paket kommen. Irgendwann dann in der Vollversion, hoffe ich. Denn ich muss zugeben, mehr als eine große Demo muss man auch tatsächlich meistens nicht spielen. Ich finde das... Also ich würde es tatsächlich nicht so machen, dass ich dann irgendwie noch mehr Demos raushaue, bis ich dann irgendwie so bei 60-70% des Spielstatuses in der Demo schon bin. Bei den Pokémon-Spielen wird das ganz gern gemacht. Es gibt ja viele Pokémon-Fan-Projekte. Und es gibt zum Beispiel so ein Pokémon-Spiel, kann man, glaube ich, aktuell bis nach den... bis zum 8. Orden spielen, aber weiter noch nicht. Warum? Ja. Finde ich irgendwie immer ein bisschen schade. Dann habe ich lieber eine Demo, die erstmal Appetit macht und dann halt eine komplette Verbesserung. Außer man entscheidet sich natürlich als Entwickler, das Projekt abzubrechen und einfach nur das Spielbare rauszubringen. Aber da gehe ich hier bei dem Spiel einfach mal nicht von aus. Ein Adelsmann. Die Entwicklung der Dampftechnik geht prächtig voran. Gut, dass ich damals in sie investiert habe. Ja, so ein smartes Bürschchen. Das hier ist ganz eindeutig nicht die Bibliothek. Oder? Denn? Ah, jetzt wissen wir wenigstens, wo die Musik herkommt. Die Dame hier spielt, oder der Herr? Keine Ahnung. Eine Wirtin. Guten Tag, willkommen in unserem Restaurant. Was darf ich Ihnen servieren? Entschuldigen Sie, ich suche jemanden, wenn ich Ihre Kundschaft befragen dürfte. Oh, solange Sie nicht die Gäste belästigen, sollte das in Ordnung gehen. Vielen Dank. Wen suchen wir denn? Den Mikro haben wir doch schon gefunden. Ich denke tatsächlich nicht, dass es... großartig, was bringt ihr jetzt noch mit den Leuten zu interagieren, das Freudenhaus? Nein, danke. Ich habe nicht das Bedürfnis, in diesem Freudenhaus meine Zeit zu verschwenden. Zu verwenden, Seto, verwenden. Aber nein, gut, das haben wir auch schon im vorletzten Part oder so geklärt. Da gibt es ja selten wirklich ansprechende Damen. Naja, gut, wir müssen jetzt theoretisch unserem Job nachgehen. Finde ich ein bisschen, ja gut, was heißt ein bisschen schade, ne? Also letztlich ist es jetzt natürlich nicht weiter tragisch. Es ist aber trotzdem so eine Stelle, wo man dann für die Vollversion zum Beispiel noch irgendwie einen Switch setzen könnte, dass Seto dann eben sagt, ich bin auf dem Weg zur Arbeit, ich habe keine Zeit mehr hier rumzuhängen. Denn die Miko haben wir mittlerweile schon gefunden. Ich frage mich, ob ich jetzt mit Seto auch das Zahnrad finden könnte. Boah, diese Stadt ist wirklich sowas von zugemüllt. Ist ja schlimmer als in unseren Städten. Huiuiui, überall liegen Zeit, das gibt's doch gar nicht. Ich frage mich, wie viele wir dann am Ende davon im Inventar haben. Die schwarze Kutsche. Die schwarze Kutsche des Graf Dracula. Kanalisation? Nein, da gehen wir dann heute Abend rein. Der Abend der Abende. Ja, der sieht aus wie Phileas Fogg. Hey, Mr. Fogg. Ein nobler Mann. Diese Blauhaarigen geben immer noch damit an, dass sie direkte Nachkommen der Nomaden seien, die damals durch das Land gezogen sind und für Lanka gegründet haben. Diese Hochnäsigkeit geht mir ehrlich gesagt auf meine Nerven. Dennoch Fakt. Aber ja, diese Wichtigtuerei könnte abnehmen. Der gute alte Phileas Fogg hat auch in diesem Spiel einen Gastauftritt. Ganz unbewusst und ungewollt. Und auch nicht einmal mit seinem Namen. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob das Charset da selbst gepixelt ist oder ob der mich nur so ein bisschen an Phileas Fogg erinnert, außer die Reise ins All. Yay, mehr Zeitungspapier. Können wir die hier irgendwie befragen, dieses... Hübsche junge Pärchen, ein nobler Mann. Früher hatte der Brunnen eine Bedeutung, aber heute erinnert sich niemand mehr daran.
und eine edle Dame. Der Brunnen ist hübsch anzusehen, nicht wahr? Viele Leute glauben, dass es Glück bringt, wenn man ein Ziel hineinwirft. Können wir das machen? Ein Wunschbrunnen. Soll ich ein Ziel hineinwerfen und mir etwas wünschen? Den Brunnen kenne ich aber irgendwoher. Aus welchem Spiel ist denn der? Ist der aus Terranigma? Secret of Evermore? Chrono Trigger? Aus welchem Spiel ist denn der? Warum nicht? Was soll ich mir wünschen? Langes Leben, Geld, Glück. Geld. Ein bisschen mehr Geld könnte wirklich nicht schaden. Dann könnten Terry und ich in eine größere Wohnung ziehen. Das ist alles, woran er denkt. Sportwagen, Videospielkonsolen, direkt ein Haus kaufen. Direkt, hier hinten liegt doch auch noch was rum. Dieses Mal sammeln wir heute wirklich nur Zeitungen ein. Und da muss ich irgendwo noch die Bibliothek finden. Ich hoffe nur, dass ich nichts übersehen habe. Einkaufsviertel. Die Stadt ist echt groß. Ich meine, das ist cool, ne? Das ist eigentlich genauso, wie ich mir es erhofft habe. Wir verbringen mindestens 10 Parts in dieser Stadt. Mindestens. Und bei meiner bisherigen Länge sind 10 Parts wahrscheinlich irgendwie, ich weiß es gar nicht, 5 oder 6 Stunden. Unendlich lang auf jeden Fall. Ohne uns würde Philanka nie existieren. Das vergessen immer wieder einige Leute. Ja, weil ihr noblen Männer, ihr habt nämlich einfach nur viel Geld. Ja gut, die Stelle kann ich mir auf jeden Fall merken zu cutten. Und wenn nicht, cutte ich mich da tatsächlich mal aus dem Wort raus. Es geht mir langsam auf den Sack. Ich will jetzt auf jeden Fall weg machen. Universität. Das klingt auf jeden Fall so, als könnte... Vielleicht ist direkt vor der Bibliothek der Speicherpunkt gewesen. Auch in der Uni liegt einiges an Müll rum. Alte Zeitungen. Wie sie überall verstreut liegen. Ich frage mich auch hier, wie viel man finden kann. Ich gehe ja von einer möglichst runden Zahl aus. Ohne, dass ich bisher irgendwie einen Tipp abgeben möchte. Denn das kann ich wirklich absolut nicht einschätzen. Also hier liegt ja wirklich echt eine Menge rum. Ich hoffe nicht, dass das der einzige Quest ist, den wir hier bekommen. Das wäre ein bisschen schade. Beschlossen. Aber na gut, wir müssen ja erstmal arbeiten gehen. Ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Wahrscheinlich kommen wir am Ende sowieso noch zu spät. Es wäre so cool, wenn er dann einfach die reale Zeit, die im Spiel vergangen ist, denn ich meine, die Zeit im Spiel wird ja mitgerechnet oder mitgezählt, wenn wir dann einfach da so hingehen und so, Herr Mincht, Sie sind 14 Stunden zu spät zur Arbeit. Was ist Ihre Ausrede? Ich will Altpapier sammeln. Das Schlimme ist, das haben wir tatsächlich getan. Und hier haben wir eine weiße Kutsche, die gehört, ja, wenn die schwarze Kutsche Graf Dracula gehört, dann gehört die weiße Kutsche He-Man oder She-Ra. Ich habe keine Ahnung, wem zum Teufel soll dieses Ding gehören? Weiße Kutsche, edle Helden, Jesus vielleicht? Mir fallen ehrlich gesagt gerade gar nicht so viele Helden ein, nur Schurken. Es tut mir leid, ich bin ein böser Mensch. die Wache da oben versperrt uns natürlich den Weg, aber hier, die Wache ist weg. Ja, das klingt aber irgendwie so, wenn die Wache weg ist, als könnte es hier tatsächlich weitergehen. Theaterviertel wird die Bibliothek wahrscheinlich nicht sein. Denn im Theaterviertel würde ich jetzt einfach mal keine Bibliothek vermuten. Aber Speicherpunkte. Wir wissen ja auch, dass hier einer ist. Ja, die Zeitungen führen direkt zum Speicherpunkt. So muss das laufen. So, danke. Ja, ich speichere direkt nochmal. Sicher ist sicher. Ich meine, wir haben mittlerweile echt schon eine ganze Menge Papier gefunden. Wäre doch zu schade, wenn das dann plötzlich alles weg wäre. So wie Seto. Den können wir plötzlich nicht mehr sehen. Verschwunden. Na gut. Können wir hier mittlerweile irgendwie reingehen? Ist das vielleicht die Bibliothek? Nee, das Rathaus. Ah, sehr schön. Ich wüsste nicht, wie mir das helfen soll, den Banditen zu finden. Ja, tatsächlich muss ich sagen, wir wurden irgendwie gar keine Switches gesetzt. Dabei wissen wir ja schon, dass er gefangen genommen wurde und dass wir uns erstmal auf den Weg sahen. Steht das eigentlich auch so im Tagebuch drin? Nee, da steht immer noch, finde etwas über Mikos Aufenthaltsort heraus. Interessant. Na gut, okay, vielleicht deswegen. Vielleicht, weil das mit dem Tagebucheintrag verknüpft ist und solange dieser Tagebucheintrag sozusagen auf On ist, das ist, dann ist es natürlich verständlich. Wer ist denn diese hübsche Dame hier? Diese Viertel hier sind ja allgemein dafür bekannt, dass sie dem Adel gehören. Nun hält sich das gemeine Volk nicht wirklich daran. Wenn ich schon sowas höre. Ja, da wünscht man sich, man wäre auch adlig, nicht wahr? Lieber Seto,
Naja, ich denke nicht, dass... Sehr schön, wir können hier reingehen. Und Nebenquests erledigen. Empfangsdame. Willkommen im Theaterhaus für Lankas. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Informationen zum Programm, sehr schön. Aktuell spielen wir das beliebte Stück Jugendliebe. Durch die große Nachfrage wird es jeden Abend aufgeführt. Es geht um ein Königreich, welches seinem König verliert. Anstatt dass sein Sohn der neue Herrscher wird, wird dieser vom machtgierigen Bruder des Königs ins Exil verbannt. Der Prinz, dessen Name Maximilian ist, versucht dennoch aus seiner Verbannung zu entkommen und sein Königreich mitsamt seiner Verlobten Zara zu retten. Zara? Mhm. Interessant. Klang bisher ein bisschen nach Hamlet. Oder? War das jetzt der Bruder des Vaters? Oder? Ich denke schon. Da war ich jetzt nicht ganz hundertprozentig aufmerksam. Wenn Sie Interesse an Romantik haben, wird Ihnen dieses Stück sehr gefallen. Aber wir können den Text dann wahrscheinlich einfach nochmal durchgucken. Jugendliebe, genau. Anstatt seinen Sohn wird... Ach nee, das ist... Alles klar, ist einfach nur im Reich des Himmels lachen. Naja, auch nicht. Ach verdammt, Mann! Ach. Nein. Genau, Bruder des Königs. Was zum Teufel laber ich? Es ist doch Hamlet. Junge, Alter! Kite Veran wird gleich wieder auftauchen und mich fertig machen. So, gut. Die gute alte Zara, die Zarin, das müssen wir trotzdem erstmal sagen. Was kostet denn ein Ticket? Der Preis beträgt 3000 Ziel pro Person. WTF. Ach ja, ich habe die Preise hier im Nobelviertel für Lankas vergessen. Tut mir leid, ein anderes Mal. 3000, wie viel haben wir denn aktuell? 2820? Schade. Aber oh, da bin ich jetzt schon richtig heiß drauf. Ich will mir auf jeden Fall dieses Stück ansehen. Innocentias Interpretation von Hamlet könnte auf jeden Fall ganz interessant werden. Dann haben wir eigentlich soweit hier die Zeitungen alle eingesammelt, denke ich eigentlich. Ich darf nicht den Faden verlieren, wir hatten ja eigentlich was anderes vor. Wir wollten ja eigentlich gar nicht ins Theater gehen, wir wollten ja eigentlich Zeitungen einsammeln. Hier ist wieder die Universität. Ja, ich merke gerade erst, das war wahrscheinlich schon die ganze Zeit über da, aber ich habe es von meinem eigenen Quatschen übertönt, dass man auch so das Gemurmel der Leute hört. Das finde ich auch sehr cool. Zentrum. Ja, und hier liegt auch wieder schön viel Müll rum. Müll sammeln macht Spaß. Das war absolut nicht zur Melodie passend. Aber es macht dir noch Spaß, Müll einzusammeln. Also, Hotel Filanka. Liegt noch mehr Müll rum oder alte Zeitungen. Boah, wie viele haben wir denn schon? Park. Haben wir die vorne übersehen? Habe ich mit dem Phileas Fogg gesprochen und danach die Zeitung einfach liegen lassen? Gucken wir doch mal nach. Alte Zeitung A, B und C. WTF? WTF? Es gibt drei verschiedene Sorten Zeitungen. Vor allem, ich habe jetzt schon 32, 43? 43 Zeitungen. Wow. Das sind verdammt viele. Ich bin mal gespannt, ob ich das in dem Party noch schaffe, alle einzusammeln, denn da wünschte ich mir, ich hätte auch so eine Speed-Funktion oder ich wüsste, wie sowas geht, aber wahrscheinlich geht das gar nicht mit meinem aktuellen Aufnahmeprogramm, dass ich hier einfach nur langspeeden könnte, um die ganzen Zeitungen einzusammeln. Aber ich denke eigentlich mal, ich müsste alles haben. Ansonsten mache ich es wahrscheinlich einfach so, dass ich danach einen Cut mache und ich beende den Part dann einfach. Und dann hole ich mir dann offscreen oder gucke ich offscreen einfach nochmal überall nach. Mein Lieblingshobby, durch diese Stadt hier zu laufen. Oh Gott. Wie hier alles vollgemüllt ist. Aber wirklich alles komplett vollgemüllt. Können wir reingehen? Nein. Ja, da hinten spackt doch ein NPC rum. Warum kann der da reingehen? Haben Sie etwas im Forschungszentrum zu erledigen? Ehrlich gesagt nicht. Haben Sie bitte Verständnis, dass nur Angestellte das Gebäude betreten dürfen? Natürlich. Entschuldigen Sie die Störung. Okay, dann haben wir das auch soweit erledigt. Und alle Zeitungen gefunden. Ich versuche nochmal chronologisch irgendwie oder halbwegs mit System diese Stadt hier abzulaufen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Das ist auf jeden Fall schon mal das Zentrum. Hier dürfte ja alles angefangen haben. Irgendwo hier müsste Seto. Ne, Seto wohnt, glaube ich, eins weiter unten. Genau, oh, wenn ich das schon sehe, da sehe ich doch sofort, dass ich nicht gründlich war. Ich habe zu viele Zeitungen übersehen. Mindestens eine, zwei. Ah, Müll.
Der Müll, der liegt überall rum. Nein. Komm in meine kalten, toten Finger. Du wunderbarer, wunderbarer Müll. Wir können ja theoretisch mal mit dem kleinen Fratz sprechen. Ich habe ja gerade eben nochmal gespeichert. Aber ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, als hätte ich schon eine aufgesammelt. Ich meine, ich kenne mich da einfach selbst nur zu gut. Man übersieht einfach immer irgendetwas. Ich würde auch vermuten, die Bibliothek ist einfach dort in der Universität, wo damals die Wachen rumstanden und uns den Zugang versperrt haben. Ja, okay, sprechen wir einfach mal mit ihm, gucken wir doch mal, was wir dafür bekommen, rein theoretisch. Und ansonsten schaue ich mich dann offscreen nochmal um. Oh, Sie haben bereits 52 Zeitungen gesammelt. Möchten Sie weitere sammeln? Ja, mache ich. Okay, nein. Dann, ich werde jetzt einfach... Ich will den Part aber ehrlich gesagt noch nicht beenden. Ich fühle mich ehrlich gesagt noch unzufrieden. Hier, da haben wir doch sofort noch eine gefunden. Genau so muss das laufen. Ah, das kann doch gar nicht sein. Ich lasse mir doch hier von dem Spiel nichts vormachen. Ich will alle Zeitungen finden. Alle 150 Zeitungen, die in dieser Stadt versteckt sind. 151 Zeitungen. Hier geht's aus der Stadt raus. Hatte niemand seinen Müll vor die Stadt geschmissen? Warum tun die Leute so etwas? Hier draußen gibt's auch keine Wachen. Ah! Die Berge von Müll. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ja gut, dann haben wir auf jeden Fall erfolgreich in diesem Part Müllmann gespielt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns dann an Setos Arbeitsplatz erwartet. Und ich hoffe natürlich, ihr seid es auch. Ich werde hier einfach mal, ja, noch ein bisschen weiterlaufen und nochmal den Müll einsammeln oder die alten Zeitungen. Ich weiß, es ist ja eigentlich kein Müll, aber für mich ist es... Ich meine, die Leute werfen es weg und es sind eben alte Zeitungen. Ist es Müll oder ist es Kunst? Das ist dann eine Frage. Nein, das war, ist das Kunst oder kann das weg? Egal. Ich hab's manchmal nicht so mit Sprichwörtern. Aber es sieht irgendwie alles so sauber aus. Wenn ich irgendwo etwas übersehen habe, diese Zeitungen sollten auch aufleuchten, so wie damals die Steckbriefe. Aber na gut, da war es ja auch dunkel. Hätten die Steckbriefe nicht aufgeleuchtet, dann wäre das im Dunkeln vielleicht echt schwierig gewesen. Ja, der Typ, der hat doch eine Zeitung in der Hand, der wirft die doch bestimmt gleich weg. Er hat sogar eine kleine Animation, sehr schön. Zeitungen. Moment, waren wir hier oben schon? Ja klar, hier oben ist auch die Universität einfach nur. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. 53 Zeitungen klingt irgendwie nicht ganz korrekt. Das Problem ist, dass es wahrscheinlich wieder so ist wie bei einem anderen Quest. Ob wir am Ende irgendeine andere Belohnung dafür bekommen, außer Erfahrungspunkte. Und ich bin mir eigentlich recht sicher, da oben an der Uni haben wir schon alles abgesucht. Ich glaube, ich mache mich einfach wieder zurück zu dem Kind und gebe ihm einfach jetzt die Zeitungen. Also ich müssen auf jeden Fall mehr als 53 sein, da bin ich mir recht sicher. Zentrum, waren wir hier oben schon? Hier war doch damals die Truhe, oder? Ja. Und hier sind auch alte Zeitungen. Ich bin nicht überrascht. Ich bin allerdings überrascht, dass ich hier nicht weitergehen kann. Okay, gut, da hinten ist auch scheinbar keine Zeitung, so wie es aussieht. Da haben wir jetzt also 54 Stück gefunden. Es hat sich doch gelohnt, nochmal nach hinten zu schauen. Es hat nämlich auch ein bisschen gelohnt, weil man das Zahnrad nur mit dem Mikro hätte finden können. Ich habe mich natürlich damals umso mehr gefreut. Jetzt ärgere ich mich natürlich nicht, aber... Ja, habe ich ja damals so viel Stress gemacht. Und das für nichts und wieder nichts, irgendwie für 100 Erfahrungspunkte oder so. Na gut, dann ich denke einfach mal, wir sind hier soweit fertig. Außer die Leute schmeißen ihre Zeitungen auch noch weg. Dann... Gucken wir uns doch nochmal an, Forschungszentrum, ich glaube, hier bin ich komplett falsch. Da gucken wir uns doch nochmal an, was der Junge uns für Gegenstände dafür gibt oder für Erfahrungen oder was auch immer. Und dann wollen wir das hier mal nicht mehr zu lange übertreiben, weil ich habe ja eigentlich mal gesagt, dass ich die Parts kürzer machen möchte, aber das Problem ist einfach nur, wenn ich Spaß im Spiel habe, so gesehen würde ich jetzt eigentlich gar nicht aufhören. Ne? Das ist jetzt einfach nur, ich mache halt ein Let's Play. Und deswegen muss ich den Part ja auch beenden. Ich werde auch direkt danach noch einen aufnehmen. Die arme Reise ins All muss wieder mal warten. So, hier nimm mal die 54 Zeitungen. Nein, das muss reichen. Kein Ding. Mal sehen, für Ihre gesammelten Zeitungen gebe ich Ihnen... 250 Ziel. Gruppe erhält 540 Erfahrungspunkte. Vielen Dank, Kleiner. Ich habe zu danken.
Das Altpapier können wir wiederverwerten und daraus neues Papier herstellen. Jetzt kann ich noch mehr für meine Klausur lernen. Auf Wiedersehen! Das hat sich jetzt irgendwie nicht befriedigend angefühlt. Deswegen werde ich im nächsten Part meinen alten Spielstand nehmen, bei dem wir die Zeitung noch nicht abgegeben haben. Denn Erfahrungspunkte für die ganze Gruppe nehmen wir auch lieber als ganze Gruppe. Na gut, dann, ich würde mich über einen netten Kommentar und Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal hier bei Dark Zone.